Einen wunderschönen guten Tag. Wir sind zurück in War Thunder. Und heute geht's mal ganz kurz um das Event Summer. Das ist eigentlich ganz nett, weil wenn man hier auf Erfolge klickert, also oben auf dein, einfach auf euer Profil klicken, so gesehen, dann auf Erfolge. Und wenn man dann hier den Operation Summer, dann gibt es immer das Ganze für Piloten und für Tankers, also quasi für Panzerfahrer. Und wenn man dann hier auf Tankers klickt, dann sieht man halt, aha, hier oben sieht man immer vom 17. August 13 Uhr bis zum 19. August 13 Uhr. Also immer 2 Tage habt ihr Zeit, entweder 40 Einheiten zu zerstören in Arcade oder 20 Einheiten in realistischen Gefechten oder 14 Einheiten in Simulationsgefechten. Dann müsst ihr noch 10 Siege holen mit einer Schlachtaktivität von 70%, also auch nicht einfach nur spawnen in der Ecke stehen. Schlachtaktivität ganz einfach bekommt ihr, indem ihr einfach im Cap stehen bleibt. Also wenn ihr irgendwas, sagen wir mal, ihr spawnt in einer Flak und euch fehlen einfach nur noch so, ja, weiß nicht, 2 Siege und ihr wollt auf Nummer sicher gehen, dann stellt euch einfach da rein. Geht auch sehr gut. Destroyed 11 Players, also man muss mindestens 11 Spieler in einem Arcade, beziehungsweise 6 in RB und 4 in SB in einem Metal zerstören. Das ist relativ leicht, finde ich. Also ich bis jetzt immer. Also hier, da sieht man mal, was ich dann geholt habe. Die Siege, die waren eigentlich viel, viel schlimmer, weil da habe ich irgendwie kein Glück gehabt. Dann gibt es noch Capture Points, also ihr müsst 10 Mal irgendwas erobern. Das kriegt man auch, finde ich, relativ schnell. Und man muss 20 Assists holen. Das ist aber egal, ob im RB, SB oder wo auch immer. Das ist, ja, egal. Ihr seht, ich habe 10 von 20 da geholt und diese Siege habe ich geholt. 3 von 10. Also gestern war kein guter Tag für mich. Heute ist es vielleicht etwas besser. Ich habe schon, also man sieht dann immer, ha, das lief jetzt vom 19. August, 13 Uhr bis heute. Quasi, hier sind heute dann der 21. August. So. Fängt das dann an. Also ging das von bis dahin und dementsprechend geht das dann von heute wieder 13. August bis zum 23. August 13:30 Uhr. Das ist ganz praktisch. So hat man eigentlich 2 volle Tage Zeit, das Ganze zu erspielen. Das ist relativ leicht, finde ich zumindest. Also es ist mal nicht so viel Aufwand, muss man auch mal sagen. Wichtig ist halt, ihr müsst, glaube ich, immer im Rang 3 Fahrzeuge dafür verwenden. Was gibt es denn dafür? Ja, das ist eine gute Frage. Man kriegt nämlich hier die Sonder-Kfz 234-3. Das ist quasi eine nächste Variante vom Puma, ganz kurz dazu gesagt. Das Ganze gibt es natürlich auch für Piloten. Da müsst ihr also andere Sachen machen. Man muss entweder 35, 18 oder 12 Leute zerstören, 10 Victories holen, 11 bzw. 4 bzw. 2 Player in einem Spiel rausnehmen. Das gerade mit 4 in RB, oh, schon nicht ganz ohne. Da muss man halt auch wieder 20 Assist erlangen und man muss 10 Tonnen Bomben auf feindliche Basen werfen. Dann gibt es dann ein bisschen was anderes dafür. Das ist, muss man immer sehen. Man gibt es hier einmal die Medley Mark 4 ist es dann. Rang 2 britischer Flieger. Ist auch Premium dann, kann man, ja, ist ganz nett. Und dann gibt es hier noch den FJ4B. Das ist quasi ein Jet von den Amis. Der ist nicht Premium und der hat halt spezielle Raketen, die lenkbar sind. Das ist dann halt ganz witzig. Aber man muss hier sehen, für die Piloten, ihr braucht hier deutlich mehr. Ne? Also ich muss für die Sonder-Kfz muss ich 2 Mal dieses Ding holen, mehr nicht. Und ich habe dafür insgesamt 10 Versuche Zeit. Also ich habe jetzt bei Versuch Nummer 3. Wenn ihr jetzt startet, dann solltet ihr es locker flockig hinbekommen. Und wenn ihr dann den dritten davon erfolgt, dann erholt, dann könnt ihr noch eine spezielle Camouflage bekommen. Das ist natürlich ganz witzig dann dabei. Und für den Jet müsst ihr das Ganze 9 Mal machen. Also sprich, ich könnte es gar nicht mehr machen, weil ich bin ja hier im dritten Versuch und komme dann gar nicht mehr auf 9. Das ist mir persönlich auch zu viel. Wegen so einem ollen Jet, ganz ehrlich, ja, weiß ich nicht. Brauche ich jetzt nicht, wenn es jemand von euch haben möchte, ist natürlich ziemlich cool bestimmt, kann man nicht anders sagen. So, jetzt sieht man natürlich, dass ich, wenn mal wieder gerade dahin, so, Summer Event, Tankers, wo waren wir denn hier? Genau, das Ding ist hier. Ja, ich brauche also nochmal, ja, ich habe erst 3 von 10 Siegen, ich habe 22 von 40 Leuten abgeknallt, das zählt dann immer für Arcade, ne? Dann habe ich Capture Points, 5 von 10 und 7 von 20 Leuten oder Assist bekommen. Also das hier bekomme ich irgendwie immer am schnellsten, warum auch immer. Wobei die Runden, die ich sonst so hatte, nicht so der Knüller waren. Naja, so, mit welchem Panzer will ich euch das zeigen? Ich möchte euch das Ganze gerne zeigen mit dem Sherman, und zwar mit dem 76er Sherman. Der ist ganz witzig. Ich habe ihn noch relativ zum Anfang hier. Ist einfach nur eine Random-Runde dann dabei. Da kommt dann der letzte Sherman quasi mit. Dabei die M18 Hellcat, M19, P38 und M24. Also nichts Wildes eigentlich dabei, einfach nur eine locker flockige Runde. Die 25 wird gerade erforscht und ja, wir gucken mal, was das so wird. Genau.
Aktuell gibt es noch den Sale. Ich kann es nicht oft genug sagen. Wenn ihr da irgendwelche Fahrzeuge haben wollt, dann guckt da ruhig mal nach. Das ist auf jeden Fall ganz witzig. Kann man mal machen und ja, einfach mal versuchen. Genau. Ich gehe jetzt wieder ins Spiel und mal schauen, ob wir dann da vielleicht eine nette Runde hinbekommen, dass man einfach mal ein paar Punkte dafür sammelt. Dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, die Map Quiz ist es. Da habe ich mich für die Hackett entschieden. Aus folgendem Grund. Sie ist einfach verdammt schnell. Und das macht halt sehr viel Spaß dabei. Also sieht, ist die anderen so, das ist in keinster Weise sehr gut. Die Lorraine ist natürlich auch sehr schnell, aber das, die Hälfte-Kette ist schon ziemlich cool und macht dann sehr viel Spaß. Gucken, vielleicht kann ich jetzt schnell nach B vorpreschen und vielleicht den Cap. Das wäre natürlich ziemlich cool, weil dann würde ich natürlich so ein bisschen auf mein Cap-Konto achten. Ansonsten würde ich euch empfehlen, spielt einfach ganz normal. Also achtet jetzt nicht drauf, oh, ich muss aber noch drei Abschlusshilfen spielen oder sowas. Die kommen von ganz alleine. Genauso wie, weiß ich nicht, Kills und Caps und so weiter. Also letztes Mal hatte ich zum Beispiel die Caps sehr schnell voll, weil ich in einer Runde fünf Caps gemacht habe. Das ist natürlich die halbe Miete. Nicht gesprochen. Naja, aber ansonsten müssen wir mal gucken. Ja, ansonsten gibt es Helikopter von Gaijin. Ich bin mal gespannt, was das so wird. Fand die Vorstellung, naja, ziemlich gut, wenn ich ehrlich bin. Habe ich jetzt nicht so vom Hocker gehauen. Aber das kann ja noch kommen. Müssen wir dann einfach mal gucken. So, hinter mir ist auch noch eine. Ach, eine Lorraine zieht mit. Sehr gut. So. Ja, hat mich jetzt nicht so vom Hocker gehauen, weil, keine Ahnung, Deutschland hat halt keine Helikopter. So wirklich. Ein Tiger, super. Und da gibt es dann irgendwie. Naja, ich bin mal sehr, sehr gespannt. Eigentlich theoretisch gesehen kann ein Helikopter, ich würde mal sagen, 20 Panzer ausschalten, ohne dass diese sich irgendwie in einer Weise auch nur wehren können. Weil er bleibt hinterm Berg, geht kurz hoch, schießt seine Rakete, geht hinterm Berg zurück. Ja, Volltreffer. So die Realität, ne? Aber naja, es ist auf jeden Fall sehr, sehr schwer. Man kann auch mit Panzern auf Helikopter schießen, das geht auch. Aber, naja, wollen wir auch erstmal schaffen. Ne? Apropos schaffen, wir müssen auch erstmal schaffen, hier hinzukommen. Da vorne wurde schon einer angetriggert. Sehr gutes und wir sind jetzt gleich in B drin, was noch viel, viel besser ist. Wenn die Lorraine, die wird, oh, die zieht mit, die zieht mit. Halt mich so ein bisschen nach rechts. Bei die meisten sind da nämlich immer zur Kirche. So, da hinten wird A geholt, was sollen sie machen. Ich lasse mal hier gerade genauso stehen. Wir den bei A rein. Da sehen wir nur hinten die Rauchwolke. Da wird da hinten irgendwo stehen. Da brauche ich jetzt gar nicht drauf wirken. Das macht überhaupt keinen Sinn. Wir haben E erobert. Sehr gut. Viel, viel wichtiger. Wo ist der Kollege da hinten? Fährt da noch irgendwas hin? Da steht ein alter KV. Das ist nicht schlimm. Da vorne fährt was. Ein Jagdpanzer, würde ich sagen, den ich nicht einsehen kann. Wo war er denn? Da fährt er jetzt. Da ist ein KV. Ich kann es nicht ganz genau sehen. Ich muss mich aber hier drauf konzentrieren, damit wir diesen Punkt so ein bisschen haben. A nimmt gar keinen in Anspruch. Muss man natürlich auch so ein bisschen beachten. Wir preschen voraus. Muss man echt drauf aufpassen, da vorne fährt was. Also, links ein Jagdpanther. Natürlich ein sehr harter Zeitbenutzer für uns. Da müssen wir echt drauf aufpassen. Hat einer geschossen, okay. Da vorne ist er, Mist. Fuck! Alter! Ein Tiger! Fuck! Ich lad nach. Panzer den noch von der Seite. Ja, wenn man natürlich dann im deutschen Sandwich ist, dann macht man ziemlich wenig bis gar nichts. Weil die natürlich dann doch etwas stärker sind als man selber. Aber egal, nicht schlimm. So, wir versuchen mal den Punkt A einzunehmen. Mal gucken, da war irgendwas Schnelles angefahren. Wichtig ist, wenn ihr auf Panzer geht, spielt gar kein Flugzeug. Kann ich euch empfehlen. Das wäre ziemlich geil, wenn Gaijin das bringen würde, einen reinen Modus nur für Panzer. Boah, da würde ich Geld für zahlen, wirklich. Das wäre richtig geil. Also, wenn man sowas mal ankündigen würde. Naja. Ja, wichtig ist, wir haben jetzt auf unserem Konto eine Abschlusshilfe sogar und ein Gebiet erobert. Das ist schon mal nicht schlecht. Dementsprechend sind wir unserem Ziel, dem Sonderkfz, mal wieder ein bisschen näher gekommen. Immer das Größte. So. Dieser kleine Panzer hier. Kommt schon was umgeflogen. Mal ein bisschen mehr auf die. Ah. Ah, jetzt ein paar Treffer, sehr schön. Einfach ruhig mal ein bisschen verteilen. 90 Leute.
Ich finde das immer geil, wenn ich da rumfliege und dann am besten kriege ich direkt einen Treffer im Kühler oder sowas. Das ist eigentlich so mal das, was mir immer in der Regel passiert. So, wir versuchen uns A zu nähern. Und sogar R. Verdammte Scheiße. Sie sehen sie nichts. Mal schauen, was denn da eben umgefahren ist. Aber wir müssen drauf zupreschen. Angriff ist die beste Verteidigung, wie gesagt, wieder. Da vorne ist was, oder? Warte, warte, nicht. Schwören, oder war das einfach nur eine blöde. Ein blöder Bau. Oder irgendwelche Tracers oder ähnliches. Der ist kaputt, okay, kann er machen. Oben steht was, oder? Da geradeaus, da? Wenn ich jetzt erkenne. Aber wir bleiben hier erstmal so. Ein bisschen können wir uns ja auf unsere Panzerung verlassen. Nicht viel, aber ein bisschen. Das reicht ja auch mal. Das Gute ist, dass der Sherman wirklich der Turm ist sehr, sehr gut gepanzert. Exzellent, würde man meinen. Geht da oben was? Sieht ein bisschen kaputt aus, ne? Kaputt. Nee, oder ist kaputt? Ich weiß. So. Oh! Wo war der Schuss? Oh, von hier, ne? Kann das sein? Fuck. Oh, zum Geier schießt der her. Der schießt von da oben, das ist natürlich sehr ungünstig. Muss ein bisschen aufpassen, wo der Schuss kommt. Gut ist, dass wir einen Schuss geblockt haben. Gibt natürlich ein paar Punkte. Wo zum Geier ist der Kollege? Ich habe jetzt bewusst nicht. Da oben ist er. Ah, ein Waffelträger. Nein! Na gut, da machen wir natürlich gar nichts raus. Wenn wir Glück haben, können wir noch in irgendwas spawnen, was vielleicht nicht ganz so doof ist. Ja. Oder auch nicht. Ja, jetzt fahre ich nach B. Oder nach C. Mal gucken. Das Ding ist echt lahm. Das ist wirklich sehr, sehr nervig. M19. Wobei das gar keine schlechte Flak ist, aber. Ja, es ist halt ein hartes Stück Arbeit dann. Ah, natürlich, wenn so ein Waffelträger um die Ecke kommt, da macht man natürlich gar nichts, weil dann ist die Panzerung vom Sherman einfach obsolet. Tiger 2H ist auch mit dabei. Super läuft. So. Das Coole ist auch immer, weiß ich nicht, wie viele Leute haben wir jetzt in der Luft? 1, 2, gut, das geht ja noch. Hätte sich ja noch grenzen, wobei das Spiel eh verloren. Aber nicht schlimm. Weil, ja, oft ist es dann so, ich habe letztes Mal, da war ich allein auf dem Boden und irgendwie 5, 6 Leute waren in der Luft, wo ich mir denke, Jungs, das ist immer noch Ground Forces. Man sollte irgendwie die Anzahl der Luftspawns oder so beschränken. Das wäre ziemlich cool. Aber na egal. Was weiß ich schon. So, wir fahren nach B. Da ist ein Tiger. Ist kaputt und ein Tiger ist dazugekommen. Okay. Megazord hat einfach uns rausgenommen. Wir schauen mal. IL-2 da vorne. Okay, okay, okay. Vorne geht was richtig los. An M26. Warum schießt du da hin? Und verrätst deine tolle Position, M26 ist direkt raus, oder er ist im Arsch und kann ihn dann reparieren. Aber auf jeden Fall wird er kein langes Leben haben hier. Aber IL-2 davon, das waren coole. Okay. Holen wir uns also den Punkt wieder. Das ist wichtig. Warum wir die hinschießen? Wir sind aber noch hier ganz gut dabei bezüglich der Lufthoheit. Geil wäre natürlich, wenn wir jetzt wieder PC bekommen würden. Aber was weiß ich schon. Ah, da ist die A35 abgestürzt. Sehr gut. Sowas macht immer richtig viel Spaß. Hm. 35, 85. Was haben wir überhaupt? Deutsche und Japaner. Hm. Okidoki. Ich kann ja auch mal ansagen, dass hier hinten so ein ungefähr da so. Dass da ein Waffelpanzer ist.
weil der Flieger selber, der könnte den natürlich super rausnehmen. Also wenn ihr fliegt und ihr seht, ey, da ist jemand mit dem Waffelpanzer unterwegs, dann, Jungs, also ganz ehrlich, das ist Primärziel Nummer 1, finde ich zumindest. Da kommt ein Tiger angefahren, mega geil. Da uns drin. Oh, er weg. Der Flieger geht auf was anderes. Tiger ärgern wir ein bisschen. Da ist noch ein Tiger und so ein Münzfetter. Der ist richtig fett. Der will uns richtig ans Leder. Da gehen wir auf jeden Fall. Da haben wir richtig mitbekommen. Der Commander ist wounded. Wichtig ist, wenn ihr Fahrzeug repariert, versucht stehen zu bleiben. Wenn er natürlich jetzt rumfährt und den platt macht, dann lache ich mir natürlich tot. Weil wir kriegen dann Abschlusshilfe. Aber ich kann es mir nicht vorstellen. Warum? Okay, was hat er jetzt rausgenommen? Und dann? Die haben wir verloren. Mit ein bisschen Glück kriegen wir jetzt gleich unsere Waffe wieder. Da stand T-34. Und gibt Maki hier. So, jetzt mal richtig Gas hier, dass wir dem helfen können. Wenn es ein Tiger 2 ist, was nämlich so aussah. Oh, das war ein Panther. Nashorn. So geil, wo kommt denn hier jetzt Nashorn hier? Oha, ärgern! Ärgern! Wir sind gleich down! Wir sind gleich down! Fahr, 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 fahr! Die Kanone von ihm ist kaputt! Jetzt kommt er jetzt angefahren! Sie zerstört! Sehr schön! Nashorn! Jetzt sind wir down! Ja, das ist schade, sowas, ne? Das ist echt schade, aber ja gut, was will man machen? Ne? Wir haben wenigstens noch einen Nashorn rausgenommen. Das ist so, wenn man überhaupt nicht dran denkt, dann wird es eigentlich ganz witzig noch. Ja, was soll ich jetzt? Wo soll ich jetzt spawnen? Ich habe eh verkackt und könnte wenigstens euch noch die P38 zeigen. Das ist jetzt vollkommen egal, weil das Spiel ist vorbei, mal ganz ehrlich. Da wird nichts mehr passieren. P38, ja, ein Powermonster. Zwei gute Turbinen, muss man sagen, die gehen richtig steil. Das Ding hat wirklich ohne Ende Power, hat ohne Ende Munition mit für die, also 2000 Schuss für die 50er Kaliber, die ihr da oben in dem Viererbogen seht. In der Mitte gibt es noch eine 20mm Kanone und dementsprechend macht es sehr viel Spaß. Kann man mal machen. Ist natürlich echt witzig, dass der Tiger da gerade die Kanone kaputt hatte. Schade. Da hätte der T-34 dann den auch platt gemacht. Apropos platt machen. Guck mal, wer der gerade geschossen hat, habt ihr das gesehen? Kollege, das wäre dein Fehler. Vielleicht schießt du nochmal und dann bist du tot. Aber ich glaube, da ist er, ja. Oh, Monsieur. So, genau aus diesem Grunde hasse ich nämlich Ground Force. Also Ground Force ist, wenn man da als Tiger reingeht. Jetzt klaut er mir den Kill, oder? Klaut mir den Kill, ist doch. Er sieht ihn nicht sehr gut, er sieht ihn nicht. Schön. Grüße, Kollege. Du stehst da echt unterm Baum, ey, alte Sau. Vielleicht mal von der Seite. Wäre auch nicht schlecht. Klappen raus. Kampfklappen. Baum hier. Treffe ich den jetzt gar nicht. Ich muss doch von oben mehr rein, ne? Überhaupt nicht gut. Also hoch kriegt er die Kanone, glaube ich, nicht. Oh, kritischer Treffer, sehr schön. Haben wir irgendwas getroffen, was ihm wehtut? Hat die da auch versteckt, die alte Sau, ey. Wir holen C gerade. Was? Ist hier noch ein Comeback? Ich
halt da hinterm Baum. Haben wir, glaube ich, den Fahrer rausgenommen? Kann das sein? Ist er da wieder rum? Oh, ist das ein Katz und Maus immer um den Baum rum? Oh, oh, oh. Da war knapp. Ich habe mich so ein bisschen von der Flak gerade ablenken lassen. So, jetzt Klappen rein, damit wir dann ein bisschen erst ein bisschen Speed machen, dann rumkommen. Boah, das ist das Schlimme bei dem Ding, das Drehen. Das mag er gar nicht, also Rollen, der gesagt. Das mag er überhaupt nicht. Ja, jedes Mal, wenn ich das Ding spiele und wehe, ich bekomme nur irgendwie die Möglichkeit dann da. Jetzt nehmen sich schon gegenseitig die Leute raus. Das ist immer sehr cool. Da weiß man, das Team funktioniert. Nice, genau. So muss das sein. Das Drehen hier. Hey, hey. Bis dahin. Also ich glaube, das ist echt so von der Performance her der Scheiße, ey. Hat sich da auch versteckert hinterm Busch, ey. Nee. 66 Schuss noch mit der 20mm Kanone. Aber die Kollegen sind da auch noch dabei. Also wir halten ihn auf jeden Fall hier auf Trab. Wir haben auch so ein bisschen so Vendetta bekommen. Fährt er wieder rum. Fährt aber von links. Das Ding ist unheimlich unbeweglich, finde ich zumindest. Cool hier gerade um die Ecke rein, also das hat schon Spaß gemacht. Vielleicht trifft er mich, oder? Wenn er noch Wetten abschließen. Das Spiel jetzt so zu Ende. Jetzt kommt der andere und klaut den Kill. Er klaut den Kill, oder? Nein, oder? Ja, danke. Super. Das sind dann die besten, wie ich mir denke. Jupp. Einfach mal rauf und dann ja. Ziemlich cool sowas. Das finde ich sollte auch bestraft werden. Dann sollte der den Kill gar nicht bekommen, wenn er mich fragt, aber nicht schon. Wir noch ein bisschen Nashorn ist da noch. Was ist das Nashorn? Elfen Panther. Ich noch ein paar Punkte mitnehmen. Aber das Ding ist durch. Ja, sehr lange blamiert hier. Was heißt, ja. Ist natürlich ganz clever gemacht. Muss man einfach sagen, der Abschlusshilfe, sehr schön. Weiß ich gar nicht, ob die dazu zählen. Ich würde sagen, nein. Lass mich dann. Hat mal jemand gesagt, wenn man nämlich dann im Flugzeug ist, dann zählt es dafür. Aber dadurch, dass die Runde eh verloren war, ist es dann auch egal. Aber trotzdem, es gab noch ein paar Pünktchen dabei und das ist ja das Coole. Also es gab einmal einen Kill haben wir gemacht. Eine Abschlusshilfe. Einmal was erobert. Ein Vieh macht auch Mist. Haben wir sogar drei Abschlusshilfen bekommen. Achso, wir haben ja gerade, klar, ja, den Panther und dann noch den Waffelträger. Ne? Jetzt ist die Frage, ob das dazu gezählt hat. Ich habe keine Ahnung. So, sehr schön. Belohnung erhalten. Wenigstens gibt es da noch was dazu. Ansonsten gibt es hier den Drehkranz, auch sehr nett. Ja, so ein bisschen was dazu. Keine schlechte Runde. Also ich bin zumindest vollkommen zufrieden. Erstmal soweit, aber müssen wir mal gucken. So, also wie gesagt, Operation Sommer. Jetzt haben wir den hier wenigstens. Dann gehen wir mal danach auf Löschzeug. Bei dem Ding bin ich mir da nie so ganz so sicher. Sehr schön, haben wir das nämlich auch durch. Ansonsten hier Operation Sommer. Man kann das halt immer aufteilen auf zwei Tage. Das finde ich persönlich sehr, sehr gut, weil ich habe meistens keinen Bock, jeden Tag bis in den Hotten an dem Ding zu sitzen. Das finde ich persönlich sehr, sehr nervig. Ja, was haben wir? 28 von 40. Das sollte auch bald durch sein. 4 von 10, ja gut. Dann 6 von 10 Gebiete erobert und 8 von 20. Naja, also muss man immer sehen. Ich denke mal, das werde ich morgen machen. Da habe ich heute keinen Bock mehr drauf. Jetzt setze ich mich vom Fernsehen, denn da ist es auch schön. Genau. Ja, genießt diese Operation. Also wie gesagt, dieses Sonder-Kfz erinnert halt sehr stark an den Puma. Und quasi den hier. Und wenn man den Puma dann, achso, den muss ich jetzt auswählen, den dann mit der Stummelkanone vom Panzer 4, quasi mit der Kanone hier, von dem hier. Ziemlich geil mit der Heat, 100mm Durchschlag, macht schon sehr viel Spaß. Ich werde den euch auf jeden Fall zeigen. Und dann sehen wir das. Das Ding werde ich euch so schnell nicht zeigen, weil das ist nämlich der absolut beschissenste Panzer, den es auf der Welt gibt, weil die Kampfanstufung überhaupt nicht passt, meiner Meinung nach. Aber ich sage es jedes Mal, es interessiert eh keinen. Genau, so, wunderbar. Also, ich darf Ihnen dafür zusehen. Ich hoffe, das Ganze hat euch Spaß gemacht. Von da aus gesehen würde es mich natürlich freuen, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen würden. Ihr könnt mal sagen, ob ihr zum Beispiel auf dieses Flugzeug grindet. Das würde mich mal sehr interessieren, ob das jemand macht.
Wenn ihr das schafft, dann Hut ab. Da ziehe ich auf jeden Fall den Hut vor, aber das ist auf jeden Fall ziemlich cool. Wunderbar. Also, vielen Dank fürs Zusehen. Gerne bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt War Thunder. In diesem Sinne, genießt einen schönen Tag, den Abend, den Morgen, den Mittag, den Nachmittag oder was auch immer ihr macht. Macht's mit Freude. Bis denn dann.